Ja, moin und guten Tag zu dieser Spieltagsanalyse. Ja, heute Heimspiel gegen Magdeburg. Erwartungsgemäß eng. Und ja, Anfangsphase ganz in Ordnung. Hannover hat ein paar Chancen gehabt, Magdeburg auch. Aber wie gesagt, das erwartete enge Spiel. Man hat halt eben gewusst, da kommt ein Gegner, der erstens stark ist und zweitens eine gute Mannschaft hat, leider halt eben im Moment ein bisschen schwächelt in Sachen Punkte, aber die Mannschaft ist stabil. Ja, und angefangen haben die 96er und die ersten Chancen hatten die Magdeburger. So um die 20. Minute rum war es dann eher ausgeglichen. Mehr Anteile hatte Magdeburg. 96 war dann die effektivere Mannschaft von allen beiden. Und folglich passierte dann auch der 1:0-Treffer von 96 nach einem schönen herausgespielten Angriff. Der Ball ist noch abgefälscht gewesen und landete dann im falschen Eck. Der Torwart war schon geschlagen. Er hatte sich für die andere Ecke ausgedacht und war nicht auf den Ball eingestellt. 1:0-96. Ja, und infolgedessen war Magdeburg dann halt eben in Zugzwang, musste etwas mehr machen. 96 hat das gut verteidigt, clever zurückgespielt. Immer mal wieder den Torwart mit eingebunden, damit das Spiel ein bisschen beruhigt wird. Und so sind wir dann auch in die Halbzeit gegangen. Ja, in der zweiten Halbzeit kam Magdeburg wie erwartet doch auch noch mal besser raus. Der Trainer hatte dreimal gewechselt und ja, auch Zieler ist nach seiner Sperre wieder zurück gewesen, ne, stand als Torwart drin und hat auch gute Chancen pariert, war immer da und hat auch konzentriert gearbeitet. Und so ist es halt dann passiert, dass ein sogenannter Sonntagsschuss, den du einmal in 1000 Versuchen so hinkriegen wirst, dann halt eben zum 1:1 für Magdeburg ja, fallen musste, sonst wäre Magdeburg nie zu einem Tor gekommen, weil sie halt einfach auch vorne nicht stark genug waren. Ja, aus etwa 25 Metern hat der Magdeburger Spieler einfach mal abgezogen. Zieler war laut Fernsehbildern, die ich jetzt bereits schon gesehen hatte, so, und ich sage mal, ein, zwei, drei Meter vielleicht zu weit vorne und zu weit zur Seite gestellt, weil er halt eben statt einem Schuss dann die Flanke erwartet hatte, ist ja natürlich klar. Ne, kam dann natürlich nicht dran und der Ball fiel hinten rein. Das ist dann der klassische Sonntagsschuss. Ja, 1:1 für Magdeburg. Aber auch 96 hat sich davon nicht runtermachen lassen, hat das konzentriert weitergespielt. Dann kam Mitte der 70. um die 75. Minute rum, also Mitte der zweiten Halbzeit, dann ein Freistoß für 96 und ja, im Strafraum reißt der Magdeburger den Arm hoch, der Ball kommt an den Arm, das ist eindeutig ein Handspiel, der Schiedsrichter hat es sofort gesehen. Hat direkt auf Handspiel und Elfmeter getippt. Das wurde zwar in Köln nochmal gegengecheckt, aber es war eindeutig zu sehen, dass es eine Hand war. Das haben wir schon aus dem Fanblock gesehen. Und da kann dann auch eine Fernsehkamera nichts anderes sehen. Es war dann bestätigt, es gab noch ein bisschen Rangelei, weil sich die Magdeburger dann unfair verhalten haben, ein bisschen rumgeschubst hat.
Ja, das gehört halt dazu. Man will halt eben irritieren und ein bisschen nerven. Passiert aber, unser Spieler ist halt cool und gelassen geblieben. Hat den Torwart dann verladen, hat in die andere Ecke geschossen, 2-1-96. Ja, und dann war halt eben Magdeburg dran und Magdeburg musste noch mehr machen, um vielleicht noch den zweiten Ausgleich zu schaffen. Ja, haben sie aber am Ende dann nicht, weil halt eben auch Ron-Robert Zieler, der Torwart, gut und stabil hinten im Tor gestanden haben und konzentriert gearbeitet hat. Und so haben wir dann um 20.25 Uhr den 2:1 Heimsieg feiern dürfen. Das ist dann der nächste Heimsieg, die nächsten Dreier. Jetzt ist 96 auf Platz 2 in der Tabelle. So sieht's gut aus. Das nächste Auswärtsspiel ist dann auf Schalke. Da bin ich dann auch mit dabei. Und wer mich gerne auf Schalke sehen möchte, der kann das gerne tun, indem er gerne auf TikTok geht und meinen Kanal abonniert. Da werde ich dann auf der Hin- oder Rückfahrt, das ist noch nicht ganz klar, wegen verfügbarem Internet, Netz und so weiter, möglicherweise dann ein Livestream geben. Also Hin- oder Rückfahrt wird auf jeden Fall ein Livestream geben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da dabei sein würdet. Aktuell ist bei TikTok die Live-Abonnenten. Ihr könnt mich da gerne für einen günstigen Tarif auch abonnieren. Und im Moment spart ihr 30% auf den ersten Monat. Das möchte ich auch gerne hierzu sagen. Denn wenn ihr sparen könnt, wäre es natürlich cool. Und jetzt im Moment habt ihr die Chance, über TikTok Livestream dann das Abo zu sparen im ersten Monat. Und ja, wenn ihr Bock habt, abonniert mich, folgt. Kommentare, bla bla, wisst ihr Bescheid. Könnte ich alles nochmal aufzählen, aber meine Community weiß ja schon Bescheid. Ja, und damit war es das zu dieser Spieltagsanalyse. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wie gesagt, zum Auswärtsspiel wird es diverse kleinere Videos geben oder auch Reels, Instagram, Twitter, nicht, aber TikTok und YouTube, immer mal wieder so kleinere Sequenzen. Also wenn du da gerne mehr sehen willst, auch hier bei Instagram oder auch bei YouTube hier gerne mal den Abonnieren-Button drücken. Und das ist kostenlos. Bei TikTok kannst du mich auch abonnieren. Und dann kannst du mein Live abonnieren. Das ist dann kostenpflichtig. Ich hatte es ja eben schon erklärt. Und dann freue ich mich, wenn du mein Follower wirst, dass du in meiner Gang mit dabei bist. Ich wünsche einen schönen Abend, schönes Wochenende, danke fürs Zusehen. Du wirst es wahrscheinlich dann erst nach dem Wochenende sehen, deswegen eine angenehme Woche auch für dich. Und wir sehen uns dann am kommenden Wochenende. Natürlich, einen ausführlichen Vlog gibt es dann natürlich auch wieder. Auswärtsfahrt ist klar, auswärts wird es eine etwas längere Sendung werden oder eine etwas längere Doku. Und dann sehen wir uns dann definitiv da wieder. Vielen Dank und ein angenehmes Wochenende.